Hallo meine Lieben. So, heute gibt es Tagliatelle mit Rosenkohl und lecker Schweinefilet mit Bacon. So, wenn ihr so schönes Schweinefilet habt, dann könnt ihr natürlich auch dieses Fett so ein bisschen entfernen oder die Silberhaut, das nennt sich dann auch parieren. Falls ihr das schon mal gehört habt, ich lasse das jetzt so dran, weil ich finde das jetzt nicht so schlimm. Es gibt natürlich schlimmere Schweinefilets, aber die sehen echt schick aus, beziehungsweise echt gut. Deswegen lassen wir das so. So, würzen tue ich immer mit Pommes-Salz. Ich weiß auch nicht warum, aber da haben wir gemerkt, dass schmeckt irgendwie lecker als mit Salz, Pfeffer, so ganz normal. Aber alles so schön ordentlich verteilen. Ihr müsst auch nicht viel, weil der Bacon hat ja auch schon Salz. Geschmack muss ja schon da sein. So. Kann Barrett hier auch noch was wegnehmen. So, das haben wir. Dann braten wir das jetzt kurz an. Kramschuhe können wir schon aus. Ihr könnt natürlich auch ohne, wie ihr gerne möchtet. Ich mache das gerne, ich piek nicht ins Fleisch rein. Weil dann tritt der Fleischsaft aus. Deswegen mache ich das eigentlich gerne so. Mit der Zange. Ne, es gibt Fleischerzangen, es gibt natürlich auch Handzangen. Müsst ihr halt sehen, was ihr zu Hause habt. So, in der Zwischenzeit packe ich hier schon mal den Bacon hier zurecht. Den lege ich immer so ein bisschen versetzt. Wenn ihr flüssig Butter nehmt, dann ist es so, die hat immer die richtige Temperatur, damit ihr aufhört zu rühren. So wie jetzt quasi hast du den richtigen Punkt erreicht. Oder ihr müsst es Fleisch durch. Ich mag es noch Fleisch rosa drin. Deswegen vorsichtig. Nicht, dass ihr da irgendwie zu doll und ihr habt dann irgendwie ja, viel gummiartiges Fleisch. Muss ja natürlich auch nicht sein. Weil hier ist ja natürlich echt gut. So.
damit ihr das vielleicht schon. Dann mal gucken, weil wie gesagt, entweder wegen rosig oder eben halt durch. Ich mache immer dieses, was ich auch in der Pfanne geguckt habe, diesen Drucktest, um eben halt zu gucken, ja, ob mein Fleisch gut ist oder eben halt nicht. Das, wie gesagt, das müsst ihr entscheiden. Da kann ich leider nichts zu sagen, weil ich nicht weiß, wie ihr euer Fleisch essen mögt. Ja, dann würde ich sagen, das war's eigentlich schon und es ging eigentlich relativ schnell. Und das Entschuldigung. Und das Resultat, das seht ihr dann am Ende des Videos. Dankeschön und achso, nicht vergessen, YouTube, Instagram, Facebook zu liken, teilen, abonnieren. Und ja, dann würde ich sagen, bis bald.